Servus, meine Lieben, und willkommen zurück zur Story von Green Hell. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Was in der letzten Folge? Schön, dass ihr weiter dabei seid. Was haben wir erfahren? Mia ist todkrank. Jake wusste nichts davon. Jake hat ein Buch geschrieben. Er weiß aber nur noch bruchstückhaft, was eigentlich passiert ist und wundert sich jetzt, dass seine Freundin wirklich todkrank ist. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Unsere Werte sind wieder oben auf nach dieser Erfahrung, also nach diesem Ayahuasca-Trank. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sollen den Bereich der verbrannten Karte besuchen oder untersuchen, erkunden. Das machen wir jetzt auch. Was haben wir hier noch? Dank dem Ayahuasca sind einige Erinnerungen zurückgekehrt, aber ich verstehe sie nicht. Ich habe ein Buch geschrieben. Wurde Mia krank? Sind wir deswegen hier? Warum hat Mia mir nichts gesagt? Das ist für mich die größte Frage, die sich hier auftut. Wieso hat sie ihm nichts gesagt? Ich kann mir es nur so erklären, dass sie wusste um ihr Schicksal und ihn irgendwie versucht hat, schon auf Distanz zu halten. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich nehme an, wir müssen jetzt, um den Bereich hier zu erkunden, durch die Steinsäule, wie beim letzten Mal auch. Die liegt östlich. Wir sind auf dem Weg. Östlicher ist da oben. Gehen wir einfach mal los. Ich halte die Augen aus nach Kopfnüssen, nach Kopfnüssen, nach Kokosnüssen, Entschuldigung, nach Kopfnüssen. Ja, gehen wir auf Kopfnusssuche hier. Nee, Kokosnussschalen bräuchte ich, dass wir uns ab und zu mal ein Wasser abkochen können. Und wir sollten rote Pilze suchen. Dann können wir nämlich ab und zu, glaube ich, auch mal ein Schmutzwasser reinleppern. So, der östliche Teil der Map. Da bin ich mal sehr gespannt. Was lag damals östlich? Irgendwie lag damals östlich, glaube ich, die Flugzeuggeschichte. Ne? Das war so. Und der Fahrstuhl, nicht der Fahrstuhl, die Brücke. Wer sich erinnert. Es gab eine Brücke, die man zusammenbauen musste. Die lag östlich. Aber den Teil der Map hier, den kenne ich nicht. Den Durchgang. Ich bin sehr gespannt. Aber nachdem jetzt so früh im Spiel schon die Story diese Wendung nimmt, glaube ich, das wird noch ziemlich, ziemlich einem ans Herz gehen. Sind wir einfach mal gespannt. Hier soll ich rüber? Da darf ich jetzt aber nicht runterrutschen wie beim letzten Mal, sonst ist es vorbei. Okay. Schön auf jeden Schritt achten. Jetzt müsste auch dieses Tiering weg sein. Ich hatte aber in der letzten Folge ein bisschen Tiering drin. Tut mir leid an der Stelle. Ich habe es anders eingestellt gehabt, wie es plötzlich war. Ich kann es nicht sagen, ob nochmal ein Update kam, wo das zurückgesetzt hat. Heute sollte es auf jeden Fall schön sein. Aber hier gehen wir jetzt einfach durch. Läufst du eigentlich jetzt noch in die östliche Richtung? Müsste eigentlich, ne? Jupp, wir sind noch auf dem Weg in die östliche Richtung. Ich nehme schon mal Sachen mit. Ich nehme an, dass wir uns bald ein Feuerle bauen müssen. 15 Uhr, ja. Ich hoffe, dass wir frühzeitig einen Spot finden. Ei, guck. Das ist doch dieser See, wo die Insel war mit der Anaconda drauf, oder? Hundertprozentig. Hundertprozentig, ja, jetzt Pilze. Aber nicht die, die ich gebraucht hätte. Weiter geht's. Ich höre das Krokodil, Alter. Jetzt können wir üben. Ich habe nur einen Speer, ne? Wo ist denn das? Ich habe heute beide Kopfhörer drin, ne? Da hinten läuft was. Aber nicht das Krokodil. Ich sehe es nirgends, Leute. Hat's mich jetzt. Doch, da kommt's. Okay, jetzt kommt der große Move. Jo! Es läuft noch. Mein Herzl, Alterle. Es läuft auf jeden Fall noch, wenn man es auf den Kopf trifft. Okay, jetzt pass auf. Wenn ich das jetzt sammle, fliegt wieder die Hälfte vom Fleisch daneben, weil es Inventar voll ist, ne? Machen wir uns ein Krokodilsteak, Leute. Junge, Junge. Ein Biss von dem Ding und du bist kaputt, ne? Da sind jetzt die Knochen rausgeplatzt. Ich muss mal gucken. Wir sind tierisch überladen. Aber das Fleisch haben wir jedenfalls drin. Sehr gut. Ich würde sagen, knochentechnisch sind wir mit 6 Stück gut, weil es reichen 4. Es reichen 4 Knochen, ich muss ein bisschen ausräumen. Steine machen wir mal 2. Und was könnten wir noch wegräumen? Wir müssen was rausräumen. Was hat das Wasser? Nee, das Wasser leere ich auf keinen Fall aus. Wir haben 4 Keimansteg. Ich nehme an, 3 reichen uns. Und ich würde auf 3 Knochen runtergehen und auf keinen Stein. Ach, gehen wir auf 2 Knochen runter. Es bewegt sich doch gar nicht mehr, oder? So überladen können wir auf jeden Fall nicht lange leben. Was ist, wenn ich einen Stick rausschmeiße? Irgendwie, entweder habe ich einen Rucksackpack, guck mal. Ah doch, nee, tatsächlich. Ja, dann hole ich mir die Sticks. Ja, aber ich kann jetzt die Sticks nicht. Ah, Mist. Sag mal, was ist denn so schwer? Ich habe doch gar nicht so viel eingeladen. Vielleicht ist es die Axt hier, weißt du? Die da, die kann ich eigentlich auch rausschmeißen. Die können wir uns jederzeit nachbauen. Nehme ich lieber noch einen Knochen mit. So, Krokodil haben wir erwischt, Fleisch haben wir eingesammelt. Jetzt bin ich tierisch gespannt, seid ihr da? Das ist die Insel und da drüben ist eine Kokosnuss. Können wir gleich mal die
die neue Axt probieren. Und Funkspruch habe ich, Leute. Guck mal gleich nach. So, nimm die mit. Ah, wegen einer Kokosnuss ist es schon wieder tierisch überlastet. Ich habe das Messer, habe ich noch dabei, das Obsidian-Messer. Das haben wir uns ja verdient, ne? Das lasse ich drin. Ich kann da nicht noch ein Fleisch rausschmeißen jetzt. Das können wir nicht bringen. Lieber noch ein Knochen. Ja, der bringt aber nicht wirklich viel, ne? Lagerfeuerasche. Wenn ich eine Kohle rausschmeiße, bringt auch nicht viel. Tee will ich nicht hergeben. Nüsse auch nicht. Ich könnte. Was habt ihr gesagt mit Alt und Z? Ach, tatsächlich. Wie geil. Mit Alt kannst du praktisch ziehen, sodass mehr Zeug rausfliegt. Das wusste ich gar nicht. Herzlichen Dank, habe ich in den Kommis gelesen. Sehr, sehr geil. Ich glaube auch, dass es jetzt für uns. Was wiegt denn das Ding? Also ich brauche ja nur die 100 Liter hier. Sind wir ehrlich, die reichen uns übrig. So, gehen wir weiter, es wird gleich dunkel. Dann pennen wir wahrscheinlich an der Insel drüben, oder? Ob wir noch ein Krokodil? Ich nehme mal den Speer. Gehen wir mal rüber, Funksprüchle. Okay, Mia. I have something to tell you, but Er will don't sich freak out, mitteilen. okay? Why would I freak out? I might Schildi. have come across the Cayman. I told you not to freak out. I'm talking to you, right? It means that I'm Das fine. stimmt eigentlich. And what about the Cayman? I killed it. How am I supposed to stay calm when you are Irgendwie targeting süß aber, oder? Die zwei. But I killed it. Sure, but it could have just as easily killed you. Ja, hätte Fahrradkette. That's true, Mia. but I killed the Cayman by myself. Gefällt mir. You're not letting this go, huh? Congratulations. You are the king of the jungle. Danke. Danke. Es geht doch. This is exactly what I wanted to hear. Over and out. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Leute, wir sind auf der Insel. Die Anaconda-Insel. Das war der Typi, ne? Okay, wir gucken gleich, was wir hier alles finden. Ich nehme an, dass wir uns hier super über die Nacht bringen. Naja, ist natürlich klar, das Feuer. Ist es hier zufällig genau über der Plane, dass es mir nicht ausgeht? Wollen wir das wirklich versuchen? Energie haben wir noch. Komm, solange Energie da ist, machen wir uns erstmal Feuerle. Habe ich noch Trockenzunder? Jo, ich habe noch Trockenzunder. Die letzten muss ich auch wieder neue einsammeln. Hier liegen auch Knochen. Hätte ich gar keine gebraucht, siehst du? Dann gibt's Kaimansteaks. Ja, es hat eh gerade aufgehört zu schiffen. So, pass auf, mein Freund. Hau dir deine Steaks drauf. Eins, zwei, drei Stegchen sind drauf. In der Mache. Gefällt mir sehr gut. So, du Stück. Dich trinke ich jetzt erstmal leer. Und dann koche ich mir nachher mal Wasser ab. Jetzt weiß ich wieder, warum ich diesen zweiten, die zweite Flasche eigentlich haben wollte, ne? Wo ist denn unsere coole Axt hier? Alter, die ist auch nicht viel besser. So, Essen. Die lasse ich liegen. Essen. Und nehmen. So, und die setze ich da hinten drauf. Und dann machen wir uns gleich mal Wässerle, Leute. Schwuppidimupp. Und Katzeng. Vielleicht kann ich jetzt. Oh, sollen wir mal gucken, ob wir uns einen Kaffee machen können endlich? Ich hatte doch Kaffee, ne? Was haben wir denn hier? Das sind die Schokoriegel. Da ist Instant-Kaffee. Das probiere ich jetzt. Jo! Ein guter Kaffee am frühen Morgen, der vertreibt Schalala und Sorgen. Das ist mein erster Kaffee hier in-game, ne? Geile Geschichte. Kaffee. Ey, es bringt einen Haufen Energie. Geile Geschichte. Ja, wie gut. Morgen früh trinkt man dann noch einen gemütlichen Tee, würde ich sagen. So, komm, ich schütt noch mal rein. Das gefällt mir jetzt. Sehr, sehr geile Geschichte. Wir hätten eigentlich den Topf besorgen müssen, ne? Dann kannst du immer abkochen, da brauchst du nie Kokosnuss. Mia, komm, wir reden noch mal. I found a camp. I found a It looks camp. abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Die Angelleute nehme ich natürlich mit. Well, Entschuldigung. I did read somewhere that a few years back an Englishman walked the entire length of the Amazon River and it took him Schön. Over 2 years. Die World's full of passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like leaving all their Okay. gear?
That just doesn't make sense. Ja, so richtig Sinn macht's nicht, das stimmt schon. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Das habe ich vor. Yeah. Das habe ich vor. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Pass mal auf, ich kann uns einen Knochensüpple machen, das bringt uns ja auch ein bisschen was. So. Jetzt pass mal auf, was ich mal testen will, kurz, wenn wir schon gerade hier... Hier werden wir die Nacht auf jeden Fall verbringen, bevor es weitergeht dann. 48,9. Wenn ich jetzt da einen Verband herstelle, spare ich da was? 49,2. Tatsächlich nicht, ne? Tatsächlich nicht, aber... Ich nehme auch jetzt nicht an, dass wir... Wie war das wieder? Ich muss es nochmal üben. Ich nehme nicht an, dass ich mir Pfeile baue. 48,9. Okay, hier war doch auch die kleine Falle, wo wir diese Dinger gefangen haben, ne? Die war hier unten, die Garnelenfalle. Ja, Garnelenfalle. Ah, herrlich. Über das Insellager. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they do that. Das ist eine Riesenschlange. To show a sign of strength. Hier, guck, the natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Sehr interessant. Got it. Survival of the fittest. Alles klar. So, jetzt lesen wir mal die Dinger, die... Guck mal, Rucksäcke haben wir auch wieder. Hier ist eine Tagebuchseite. Schauen wir mal rein. Wow, okay. Ich heiße Isabel Pinheiro Velo und ich bin Krankenschwester. Ich war dabei, als aus meinem Krankenhaus ein Hospiz wurde, in dem Patienten nutzlose Transfusionen gelegt werden und alle auf ein Wunder hoffen. Niemand versuchte wirklich zu helfen, weder die Ärzte noch die großen Unternehmen oder die Regierung. Deshalb habe ich mich entschlossen, etwas Gutes zu tun. Gemeinsam mit ein paar Freunden habe ich mich in den Dschungel aufgemacht, um den Stamm zu finden, der all das ins Rollen brachte. Wenn die Indios die Krankheit auslösen können, können sie bestimmt auch behandeln. Higgins sagte, sie sind nicht aggressiv, also will ich sie höflich um Hilfe bitten. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht ganz alleine die perfekte Medizin herstellen kann. Ich bin ja nicht blöd. Und trotzdem glaube ich, dass die Informationen, die ich sammle, irgendwem nützen können. Ich teile meine Ergebnisse mit jedem, der mir einen fairen Deal anbietet. Ich tue das aber nicht fürs Geld, ich will nur helfen. Haha. Menschenleben zu retten, aber die Expedition wird Zeit brauchen und nicht ungefährlich sein. Außerdem begleitet mich gleich 5 andere. Ich muss über alle Mitglieder meines Teams nachdenken. Sie riskieren eine Menge für mich. Wir werden die Medizin niemandem verwehren, aber wir verdienen für unsere Mühen entlohnt zu werden. Ich will die gesamte Expedition in diesem Tagebuch festhalten. Wer weiß, vielleicht schreibe ich ja sogar ein Buch wie Higgins, nur wird meins wertvoller sein, weil es von der echten Medizin handelt. Erster Expeditionstag, wir sind zu viert aufgebrochen, Carlos, Blanca, Yao und ich. Ich habe Sorge, dass wir uns nicht genug Zeit zum Packen genommen haben, aber das Chaos in der Stadt wird immer schlimmer. Also haben wir beschlossen, nicht länger zu warten. Es ist so schlimm, dass keiner im Krankenhaus gemerkt hat, wie viel Ausrüstung und Medizin ich mitgenommen habe. Ich will den Diebstahl nicht rechtfertigen, aber wir werden das Zeug wenigstens für etwas Sinnvolles nutzen. Schon gerechtfertigt. Unterwegs haben uns ein paar Leute angesprochen. Sie haben gefragt, wohin wir wollen und ob sie sich uns anschließen dürfen. Ich konnte die Angst in ihren Augen sehen, aber wir können niemanden mitnehmen. Wenn Leute allzu aufdringlich werden, schüchtert Carlos sie ein. Glücklicherweise könnten wir bisher auf Gewalt verzichten. Wir halten unser Ziel geheim und Yao ist wirklich gut darin zu tun, als wüsste er nicht, worum es geht. Wir holen die Karte nicht hervor, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand die darauf markierte Route sieht. Bisher kommen wir gut voran. Sogar schneller als geplant. Tag 8. Blanca hat mir am Wegesrand ein paar interessante Pflanzen gezeigt. Ich habe Proben von allen mitgenommen. Es handelt sich um Blätter, aus denen man Tee gegen Verstopfung und solche Dinge machen kann. Das ist nicht die Medizin, die wir brauchen, aber wer weiß, vielleicht stellt sich am Ende die einfachste Lösung als die beste heraus. Schließlich haben die Indios keine großen Erfindungen vorzuweisen. Sie verwenden einfach das, was sie im Dschungel finden. Das ist ja eigentlich schon die Kunst schlechthin, ne? Keine großen Erfindungen. Es muss erst mal können. Vielleicht liegt die Lösung ja in einer Mischung verschiedener Blätter. Ich sammle zur Sicherheit alles ein. Da fällt mir ein, wie wollen wir überhaupt mit den Indios kommunizieren? Keiner von uns spricht ihre Sprache. Ich dachte, vielleicht zeige ich ihnen einfach verschiedene Blätter, Früchte und Wurzeln und sie müssen einfach nur nicken oder mit dem Kopf schütteln. Okay, die scheint, wie hat sie gesagt, sie ist nicht dumm, ne? Hier haben wir ein Bett, da können wir auf jeden Fall gleich pennen und speichern. Hier ist nochmal eine Tagebuchseite. Muss ich jetzt natürlich lesen, ne? Sonst weiß ich ja gar nicht, um was es geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yao ist tot. Die Yawaka haben uns angegriffen. Nein, sie können es nicht gewesen sein. Unsere Angreifer waren Wilde, die sich Schädel auf die Gesichter gemalt hatten. Die Schädelkrieger werden das sein. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Sie haben sich einfach auf ihn gestürzt. Überall war Blut. Wir wollten doch nur reden. Sie sahen furchtbar aus wie Skelette. Sie waren Tiere, wie Dämonen. Haben sich verteidigt halt. Ja, klar, oder? Ich meine, wenn du so ein Stamm im Dschungel bist,
Wir haben Joao, ich nenne ihn jetzt Yao weiter. Wir haben Yao dort gelassen. Blanca wollte ihn holen, aber es wäre verrückt, dorthin zurückzukehren. Der Speer hat ihn einfach durchbohrt, ich kann es nicht glauben. Ich habe mein Tagebuch und damit all meine Aufzeichnungen verloren, aber ich musste einfach von Yao schreiben, um das zu verarbeiten, was passiert ist. Ich muss noch einmal von anfangen, damit unsere Arbeit nicht verloren ist. Und Yao und als Beweis. Ich glaube, wir sind vorerst in Sicherheit. Almeida hat uns an einen Ort gebracht, der taktische Vorteile bietet und so. Hier haben wir unser Lager aufgeschlagen. Er hat Angst, dass sie uns gefolgt sind, weil er einen von ihnen erschossen hat. Carlos hat seit Tagen nicht geschlafen. Er starrt immer nur in den Dschungel und wartet, dass sie kommen. Himmel, wäre Almeida nicht gewesen, hätten die uns alle getötet. Alle stehen unter Schock. Blanca hat es am schlimmsten getroffen, kein Wunder. Die haben ja auch ihren Mann umgebracht. So etwas Schreckliches kann ich mir kaum vorstellen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn sie Carlos erwischen. Die Gruppe will abstimmen, ob wir aufgeben oder weiter nach den Yabuaca suchen sollen. Aber wohin sollen wir gehen? Wir können nicht zurück in die Stadt, höchstens mit Almeida zur Grenze. Aber das wäre ziemlich dumm, die lassen uns dort nie durch. Verdammt, Yao hatte die Karte. Krasse Geschichte hier. Was haben wir denn hier drin? Nüsse! Gleich mal Päckle essen, gleich mal ein Päckle essen, um das zu verdauen hier, gell? Bup. So. Was haben wir eigentlich wertetechnisch? Ich muss ab und zu mal drauf gucken, ne? Wie die Werte hier runterzicken. Weil fehlt nur Wasser. Hier, nächste Buchseite, Leute. Ich glaube, wir nähern uns den Yabuaca. Yao sagte, er kann deutlich die Anzeichen erkennen. Also, das war noch zuvor, dass irgendjemand hier war. Er hat am Fluss sogar einen Fußabdruck im Sand gefunden. Ich habe Higgins Buch bestimmt schon 5-mal gelesen. Ich bin bereit. Ich habe mir die Medizintasche angesehen. Alle Spitzen und Tuben sind an Ort und Stelle. Und wahrscheinlich auch die Faltrage. Ich hoffe nur, sie lassen uns ihnen Blut abnehmen. Ha ja, klar. Wobei das der letzte Ausweg wäre. Wir hoffen, dass sie uns die Zutaten für die Medizin überlassen, wenn wir ihnen sagen, was in der Welt vor sich geht. Vielleicht sogar die Medizin selbst. Sie müssen sie einfach haben. Schließlich werden sie nicht krank. Ich komme einfach nicht über das Mikroskop hinweg, das unterwegs kaputt gegangen ist. Das ist ziemlich viel Text, gell? Überraschung. Heute kam jemand aus dem Dschungel auf uns zu. Wir dachten schon, wir hatten die Yabuaca gefunden, aber es war nur ein normaler Typ. Er fürchtete, was? Es fürchteten wir? Erst fürchteten wir, dass er zum Kartell gehört, weil er wie ein Genove aussieht, aber er ist Polizist. Er heißt Antonio Mereles Almeida. Den Namen haben wir schon gelesen, aber, ne? Er hat seine Frau Sophia und seine Tochter dabei. Sie hatten großes Glück, uns zu begegnen, denn die Kleine hatte Fieber. Carlos ist fast durchgedreht, weil er dachte, sie hat den Virus. Er wollte nicht, dass ich mich um sie kümmere. Aber letztlich konnte ich ihn davon überzeugen, dass sie nur einen normalen Infekt hatte. Ich habe ihr Medizin gegeben und ihr für die Nacht meinen Schlafsack überlassen. Morgen wird es ihr schon viel besser gehen. Rennt er da mit seiner Familie durch den Dschungel? Ist ja auch krass, oder? Carlos will uns einreden, dass Almeida nicht vertrauenswürdig ist. Er glaubt, er sei nicht wirklich Polizist, sondern Soldat, weil er eine Waffe trägt und diesen Befehlston an sich hat. Ich jedenfalls bin froh, dass er bei uns ist, denn mit ihm an unserer Seite sind wir besser gegen Raubtiere geschützt. Und vielleicht jagt er uns ja sogar etwas zum Abendessen. Carlos ist wahrscheinlich ein wenig eifersüchtig, weil er derjenige sein will, der mir Sicherheit gibt. Aber eine Schusswaffe ist eben besser als eine Machete. Das stimmt. Je nachdem halt, ne? Je nachdem, was du halt gerade brauchst. Nur Sophia ist leider etwas schwierig. Sie ist furchtbar arrogant. Sie hat mir ihre Pässe gezeigt und gesagt, weil sie Amerikanerin und Mutter ist, würde man sie bestimmt über die Grenze lassen. Ich weiß nicht, ob sie naiv oder einfach nur dumm ist. So oder so bleiben wir erst einmal zusammen, bis es der Kleinen besser geht. Ich frage mich, wer dumm ist, ne? So, wir haben schon wieder einen Egel. Vom Rumstehen wahrscheinlich. Alter Schwede! Ein Haufen Textpassagen, wenn man das alles begreifen will. Jedenfalls ist hier noch eine Gruppe unterwegs. Einer ist tot. Die Frage ist, ob die anderen tot sind. Oder ob man noch mal jemandem begegnen hier. Hier ist ein Seil, nehme ich mit. Da liegen die Nüsse in der Gegend rum. Tagebuch haben wir gelesen. Hier ist auch nochmal ein Seil, nehme ich auch mit. Ja, wir sollten uns jetzt gleich mal hinlegen. Jetzt sind wir wieder überladen, Alterle. Erstmal so ein Steg. So. Da bist du jetzt normalerweise satt für Tage. Leere Dose, da kümmere ich mich später drum. Da hinten ist nochmal ein Campabschnitt. Ist schon ziemlich groß geworden hier. Trockenfleisch nehme ich mit. Eiweiß für unterwegs. Bananenblatt brauchen wir keins. Hier liegt noch eine Buchseite. Was hast du jetzt entdeckt? Was the fuck sagt das? Guck mal, ob du die da auch noch aufheben kannst. Hier müssen wir ja. Die hätte ich jetzt fast sauber übersehen, ne? Die Hitbox von dem Ding ist aber nicht so der Bringer. Ja doch, wenn ich so mache, geht's. So, meine Lieben. Wow, eine Vierergruppe unterwegs in nordwestlicher Richtung. Zwei Männer, zwei Frauen.
Ihr Gebaren lässt vermuten, dass es sich um zwei Paare handelt. Nach Aussehen und Verhalten sind es junge Leute aus der Stadt. Kein Anzeichen von Krankheit, wahrscheinlich gesund. Keine Schusswaffen, Macheten, Messer, keine Kenntnis von Kampfkunst. Nur einer von ihnen sieht aus, als könnte er draufhauen. Sie sind schlampig und hinterlassen Spuren und Gegenstände, wo sie langgehen. Bisher finden sich in, was? Bisher? Bisher befinden sich in ihrem Müll keine Medikamente. Yao führt die Truppe an, aber es gibt keinen starken Anführer. Strukturlos. Hat jemand analysiert, ne? Carlos soll wohl andere einschüchtern, muskelbepackt, aber sein Verhalten zeigt, dass er keine Ausbildung hat. Markiert, den Harten hat mich bisher nicht bemerkt. Isabel Krankenschwester, Ärztin, Grundausbildung scheint vorhanden zu sein. Sie hat Carlos Wunden versorgt und Medikamente sowie andere medizinische Ausrüstung dabei. Die andere Frau kann giftige und essbare Pflanzen unterscheiden, ist aber keine Expertin. Grundausbildung, pures Interesse, vielleicht Hobby. Sie haben offenbar ein klares Ziel vor Augen. Yao hat Notizen zur Route dabei, aber die sind aus der Ferne unleserlich. Sie wollen jemanden treffen, suchen nach einem Unterschlupfschmuggler. Sie reden von Medizin und einer Frau und eine der Frauen hat von Leichen in einem Krankenhaus gesprochen. Sie haben eindeutiges Interesse an den Indios. Sie werden kaum so dumm sein, sich ihnen zu nähern. Okay. Beobachtungsergebnisse. Sie sind harmlos. Die Ärztin konnte Teresita helfen. Die Ärztin konnte Teresita helfen. Sie können nützliche Informationen Medizin haben. Ich gehe das Risiko ein. Ah, das hat er dann geschrieben, der Polizistentyp, ne? Steinachs brauchen wir nicht. Wir haben was Geileres. Okay, ich nehme an, ich habe alles. Ich würde sagen, wir legen uns hin, stärken uns und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Funksprüchle wäre noch da. Ja. Wo hat denn der jetzt rausgefunden, dass sie ein Kind dabei haben? I... You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to come for me. Okay. Hier ungefähr war doch das, wo er gesagt hat, ach, da liegt ein Bärle, guck mal. Da liegt ein Teddybär, deswegen das Kind. Oh! Eine Karte, Flugzeug, östlich. Neuer Dialog. I found a roughly drawn map, Mia. And there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's gotta be a lead. Sounds like a plan. Also müssen wir östlich. Dann würde ich sagen, wir gehen östlich weiter. Wir stärken uns jetzt noch. Das Camp haben wir ja richtig gut durchsucht. Ne? Lass mich mal kurz gucken, ob ein neuer Eintrag da wäre. Hier müsste jetzt normalerweise unsere Falle dazugekommen sein, oder? Lass mich mal gucken. Ne, die Angel. Die Angel. Okay. Erkunde den verbrannten Bereich der Karte. Ja, dann können wir ja östlich laufen. Vielleicht finden wir hier was. Jetzt pennen wir erstmal eine Runde und dann stärke ich mich kurz. Muss nochmal gucken, was wir dann alles haben. Schlafen. Ich würde sagen, bis es hell wird. Wow, wir sind ziemlich lang wach geblieben. Ich würde sagen, das muss reichen. So. Viel mehr gebe ich uns nicht. Ich speichere hier ab. Tag 9 überschreiben wir jetzt. Okay. Liegt da auch noch was? Die Tagebuchseinnahme gelesen, den Hinweis auf den Osten. Dann gibt es jetzt erstmal eine Knocheninfusion zur Stärkung. So. Ja, da ist einiges drin, ne? Dann würde ich sagen, wir kippen uns nochmal frisches Wasser ein und machen uns einen Tee. Freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, mit euch Tee zu machen hier. Wo ist denn der Tee? Hast du den rausgeschmissen? Nee, ich glaube, das hier war er, gell? Nee, das sind die Nüsse. Dose. Habe ich den Tee rausgeschmissen? Chips, Knochen, Federn. Wir hatten doch einen Tee noch. Ich sehe den leider nicht mehr. Da ist er. Den kann man nicht. Den kann man nicht so reinkippen, offensichtlich. Sammel den mal. Ich nehme an, dass ich ihn rausholen muss erst. Ne? Teebeutel. Wo sind die jetzt? Hier drin? Wo sind die Teebeutel? Schokoriegel? Sind die rausgeknallt? Ich will jetzt einen Tee, da kenne ich jetzt nichts. Wenn die Folge... Das ist die leere Dose, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Chips würde ich gerne wieder mitnehmen. Ich bin gerade wieder blind, gell? Unbekannte Pilze, Schokoriegel. Und ich sehe die Teebeutel leider nicht. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin sind. Schade. Ich wollte dich jetzt eher annehmen würde. Da sind sie, guck mal, ganz klein. So. Wieso sind die nicht bei der Nahrung mit drin?
Machen wir uns jetzt auf jeden Fall einen Tee, den haben wir uns verdient. Und irgendwo liegt noch ein Schlückle Wasser rum, das wir so trinken können. Bups. Und bups. So, ich mache noch einmal Wasser, hole dann gleich Frisches. Beziehungsweise ich mache uns noch eine Kokosnuss. Das mal für frisches Wasser, das sollte man schon machen, ne? So, pass auf. Wir sind halt total überladen. Trinken. Einsammeln. Okay, dann halt nicht. Dann geht's hier weiter. Kokosnuss. Alter, die Story hier, ne? Wo ist die jetzt? So. Es wäre schon cool, wenn wir uns zumindest ein bisschen Tee abkochen könnten, ne? Ich esse mal solche Chips, dann kriege ich die Nuss hier rein. So, weiter zurück nochmal. Was haben wir jetzt hier drin? Hier ist da sauberes Wasser drin. Da hole ich mir jetzt mal sauberes Wasser. Dass wir unterwegs Wasser haben. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann brechen wir auf in der nächsten Folge, wenn wir dann den Osten komplett erkunden, oder? Jetzt stärken wir uns, dass wir einmal komplett durch sind. So, das Fleisch hebt noch einen Tag. Die Nüsse sind natürlich ohne Haltbarkeit aktuell. Die Seerose. Wann verdirbten die? Scheinbar im Moment gar nicht. So, wie viel passen rein? 40, ne? Dann koche ich das jetzt hier tatsächlich ab. Das macht Sinn. Und guck mal, wenn wir die noch drauf nehmen, dann geht es ein bisschen schneller. So, die zwei kommen noch sauberes Wasser und die andere haue ich nochmal mit Schmutzwasser voll und dann sind wir gestärkt. Dann gehen wir los. Dann gehen wir los. Da kennen wir nix. Garnelen müssen wir uns jetzt keine abkochen, ne? Also, wir haben jetzt 100 Einheiten schmutziges Wasser zum Abkochen. Wir haben 40 Einheiten sauberes Wasser. Wir sind tierisch überladen. Ich räume gleich noch ein bisschen was aus. Ja, die Dose, die kann ich nicht ausräumen. Ey, zur Not lasse ich Sticks da und so und wir sammeln das Zeug, wenn wir es brauchen. Geil wäre, wenn wir den Rucksack abwerfen können, finde ich. Okay, viel gelernt, der Tag ist frisch. Ich will jetzt dann auch frühzeitig los, dass wir wirklich im Tageslicht unterwegs sind. Nur mal eben jetzt hier noch das Wasser reingießen. Eine Einheit. Moment, da komme ich immer durcheinander mit den Zeichen hier, dass ich jetzt das Ding nicht wegleere. Und das hier ist es, glaube ich, ne? Jetzt müssten 40 Einheiten Wasser. Ja, 39, das ist in Ordnung. Dann gieße ich hier nochmal auf für unterwegs. So, meine Lieben. Das war's. Jetzt räumen wir. Was räumen wir denn aus? Feuerbrett brauche ich auf jeden Fall. Knochen lasse ich jetzt hier. 48,1. Ich reicht eine Paranuss. Das machen wir hier. Lagerfeuerasche. Kohle nehme ich mit. Trockenzunder nehme ich mit. Und einen Stein. Und hier lasse ich jeweils noch eins da. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hergerichtet. Nochmal Wasser getrunken. Nee, lass doch die Federn liegen. So, Leute. Ich nehme eine Schale mit. Wie viel Energie haben wir jetzt? Ja, super, oder? Mit den Werten können wir losziehen. Dann speichere ich jetzt hier ab. Hier oben noch einmal überschreiben. Wir sind frisch gestärkt. Der Tag ist jung. Es geht jetzt nach Osten. Hier haben wir soweit alles durchsucht. Die Tagebuchseiten, den Teddybär konnte man nicht mitnehmen. Lasst uns aufbrechen. Wir haben sicher scheiß Wasserflaschen rumliegen lassen. Wer weiß, aber vielleicht sind sie auch tot. Schmerzmittel nehme ich nochmal mit. Das hat uns jetzt schon ein paar Mal geholfen. Eine Schale zum Abkochen. Leere Dose. Ja, wenn es jetzt ein Survival-Spiel wäre, also wenn wir jetzt eine Survival-Staffel hätten, würde ich wahrscheinlich hier jetzt erstmal wieder was bauen. So, Leute, dann gehen wir los. Lass uns mal aufs Ding gucken. Östlich. Ja, genau in die Richtung gehen wir jetzt. Laufen wir noch ein paar Meter zusammen, bis irgendwo eine Stelle kommt, an der wir sagen, okay, hier geht's weiter. Jetzt gewöhnen wir uns gerade an die Hardcuts, oder? Hey, Schildi, ich grüße dir. Hier, die nehme ich mit. Und zwar alle. So. Alles klärle. So, meine Lieben. Beziehungsweise ich switch auf den Speer um. Wir gehen jetzt einfach kerzengerade östlich, würde ich sagen. So wie es auf der Zeichnung angezeigt war, ne? Jetzt mal kurz reingucken. Könnten vielleicht einen Pilztausch machen. Ey, haben wir einen Haufen Zeug? Die will ich ja behalten, die roten. Die haben ja eine Wirkung. Hier. Der hebt auch nicht mehr so lange den Essig. Die da zerstöre ich, dann sind sie gleich weg. Sehr interessant. Ich bin so gespannt, wann wir Mia finden und wie wir hier rauskommen wollen. So, das kommt hier hoch. Die Seerose würde ich gerne hier hin machen. Passt sie nicht hin, leider. Ihr wisst ja irgendwie das Zeug ein bisschen zusammen, dass ich sehe auch, was ich habe, wenn es mal schnell gehen muss. Der Riegel gehört eigentlich hier oben rein und das gehört eins weiter rüber. Das hier rüber. Geht nicht, die Chips sind zu fett.
Mist, ich hätte gerne den Riegel da oben reingelegt. Egal. Dann lasse ich den jetzt kurz hier. Das lasse ich hier. Das baue ich hier noch hin. So. Mal gespannt, ob wir noch Platz finden hier für die Pilze. Kohlenhydrate geschwind. Weißt du, wenn irgendwas wäre. Nochmal gucken. Osten. Weiter geht's. Ich hasse es eigentlich, so quer durch den Dschungel zu gehen. Meinst du, wir laufen gerade auf den Bereich zu, wo die Brücke war? Aber der war eher nördlich, oder? Müssen wir wahrscheinlich damit rechnen, dass wir als nächstes die Brücke dann aufzubauen haben. Okay. Wirklich hier hoch? Bis jetzt keine Egel. Uns geht's gut. So, mit der östlich. Guck mal, hier sieht's aus wie ein Weg. Lass uns mal den Weg entlang laufen. Okay. Also, das Kartell ist hier unterwegs im Dschungel. Mia war unterwegs im Dschungel, um den Stamm kennenzulernen. Der Higgins auch für sein Buch und so weiter. Als Pärchen. Und es gibt noch eine Vierergruppe, die nachdem das Buch erschienen ist, hier reingeplatzt ist. Aus einer Stadt kommt, wo irgendwie alle krank sind. Ich nehme an, dass da eine Epidemie ausgebrochen ist. Oder dass sogar wir eine Krankheit reingeschleppt haben. In die Welt. Außerhalb. Und jetzt sucht jeder das Gegenmittel, ne? Also wir sind immer noch östlich unterwegs. Hier ist aber vorbei. Da oben ist wieder so ein Ding, Leute. Okay. Das ist eigentlich ein schönes Ende. Wir machen hier an Ort und Stelle weiter. Ich mache eine Doppelfolge. Hier ist das nächste. Hier werden wir morgen weitermachen, meine Lieben. Also Anaconda Camp tatsächlich als Spot dabei gewesen. Wir sind eigentlich gut gestärkt. Haben wir noch einen Funkspruch? Hey, Mia. Zum Abschied. About this village I found. Yes. What about it? Ist aber schon alter, ne? It's abandoned, but I found a few burned items that couldn't have belonged to the tribe. These came from outside the jungle, it looks like. Das war das Camp bei Vorland 2. We haven't been here before. The tribe fears our world, but they would never burn our things. They know we are not the enemy. Okay. Alles klar, machen wir jetzt aber fertig hier noch geschwind. Yeah, okay, I understand. Alles klar, Funksprüche sind durch. Unsere aktuelle Aufgabe lautet, erkunde den verbrannten Bereich der Map. Da sind wir auch jetzt irgendwo unterwegs. Ich nehme an, hier irgendwo müssten wir jetzt sein normalerweise. Weil wir ja östlich gelaufen sind, ne? Schauen wir mal, wie es morgen weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Kommt gut durch die Woche und bis morgen.